Ich würde gerne noch mal eine Lanze für uns als Menschen brechen. Also für viele mittlerweile muss ja klar geworden sein, dass im Rahmen des bestehenden Parteisystems eine wirkliche Politik für die Menschheit nicht mehr zu machen ist. Und deswegen sind solche Veranstaltungen, wie wir sie hier machen, Veranstaltungen wie vor kurzem der Global Peace Day in Berlin, Veranstaltungen wie der Global Noise Day, der weltweit stattfinden wird, und diese immer wiederkehrenden Aktionstage so wichtig, nicht zwangsläufig nur um einen Protest zu üben oder laut zu sein, sondern eben aus meiner Sicht in erster Linie, um zusammenzukommen und eine Protest-Mensch-Bewegung zu bilden, in der wir sagen, wir machen ab sofort die Politik, wir können das übernehmen, wir sind eine viel breitere Masse, wir sind eine viel vielschichtigere Masse, die in der Lage ist, sowas sozusagen zu machen und sich selbst zu vertreten. Also ich plädiere da vor allem endlich an die Eigenverantwortung der Menschen, an die Verantwortung der Menschen, miteinander zu kooperieren, anstatt in Konkurrenz zueinander zu stehen. Wenn wir das verinnerlichen, schaffen wir es auch, dieses kapitalistische System, was nur auf Kooperation und auf Konkurrenz basiert, vielleicht zu durchbrechen. Wir müssen damit anfangen mit unserem Konsum, wie wir konsumieren, was wir konsumieren, bei wem wir konsumieren, bei wem wir zur Bank gehen und so weiter. Wer jetzt noch bei Coca-Cola einkauft, wer jetzt noch ein Konto bei der Deutschen Bank hat, der spielt mit, der ist Kapitalismus. Und wenn wir bei den Medien nicht endlich anfangen, unsere eigenen öffentlichen Medien herzustellen, dann gilt eigentlich fast das, was das ZDF in seiner Werbung sagt, nur ein bisschen abgewandelt. Dann gilt nicht mehr das für Medien, sondern das. Ja.